Willkommen aus Ungarn, wo wir hier ein interessantes Lollipop-Handy haben mit einer komplett wasserdichten Hülle, beziehungsweise natürlich ist es auch nicht dick, denn man kann es auch fallen lassen, nicht wie bei Caterpillar zum Beispiel der Fall ist und auch Energizer, die haben beide so Handys und zum Beispiel von Samsung gibt es auch das X-Cover 3 oder 2 oder je nachdem, welche Generation man kauft, die natürlich ähnlich sind. Trotzdem können wir die Rückseite anmachen, wie wir sehen können, wir haben hier natürlich ein paar Tasten an der Seite, um das Gerät anzumachen, beziehungsweise um dann auch die Lautstärke hier zu regeln und auch Fotos schießen zu können, oben gerade auf, damit das Ganze geladen wird, beziehungsweise über Kopfhöreranschluss natürlich auch Musik gehört werden kann, aber generell lässt sich das über Bluetooth lösen und unten auch das Mikrofon funktioniert, auch wenn das mal ins Wasser fallen sollte, wobei unter Wasser, nehme ich mal an, nicht telefonieren wird. Bei den Kameras haben wir vorne einmal 5 Megapixel und hinten 8 Megapixel und ich zeige euch nochmal kurz, dass das Ganze hier wirklich schön schnell läuft mit einem MediaTek 6582 Prozessor, 4 Kerne und es macht auf jeden Fall Spaß hier im Einsatz. Ich weiß gar nicht, ob AnTuTu hier schon Wert drinstehen hat, aber irgendjemand das vorinstalliert. Wir haben 1 GB internen Speicher, der erweitert werden kann. Das Gerät heißt Titans 2. Wir sehen können auch einen schönen großen Blitz hinten zu 8 Megapixel Kamera und vor allem die Rückseite hat so natürlich so ein Kunstleder Design. Trotzdem kostet das hier in Ungarn nur 200 Euro und es würde sogar wahrscheinlich noch weniger kosten in Deutschland, da die Steuern billiger sind. Mit 4000 mAh hält das auch ewig und den MicroSD können wir auf 864 GB erweitern. So, 4,5 Zoll und obwohl die Auflösung nur bei QHD liegt, seht ihr, dass wir hier wunderschön eine Fotos schießen können mit 8 Megapixeln hier, kein Problem. Und wenn ich das Ganze hier mal umdrehe, dann sehen wir auch, dass im Selfie-Bereich hier wunderbar mit 5 Megapixeln scharfe Bilder geschossen werden können. Die Kamera kommt nicht ganz so schnell mit, wenn ich das hier schnell bewege, aber ansonsten auch kein Autofokus leider. Aber man kann hier ganz gute Bilder hier schießen, auf jeden Fall mit dem Smartphone. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an im Vergleich zum S6 natürlich. Viermal so hoher Preis und natürlich in der Dicke kann das Ganze nicht mithalten, ist aber auch nicht wasserdicht und auch nicht sturzsicher oder ähnlich. Dann müssten wir eine ähnliche Hülle kaufen und dann hätten wir zwar alles mögliche Gute mit dabei, aber das würde dann nicht ganz mehr so schön sein. Und ähnlich natürlich beim iPhone, von der Größe her 4,7 Zoll gegen 4,5 Zoll, wie ihr sehen könnt. Von der Größe her ziemlich identisch, aber natürlich bei der Dicke her dann entsprechend verliert hier das Titan 2, weil das natürlich ein Rugged-Handy ist, das man dann fallen lassen kann. Das kann ich jetzt nicht demonstrieren, weil es natürlich hier festgemacht ist, aber damit könnt ihr schwimmen gehen, fallen lassen nach IP67. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Boris Gahl. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren. Und das war hier der Big Tech Channel mit dem Titan 2 von Dogee.